Dieses Video sollte eigentlich vorgestern kommen, aber dank der deutschen Vereinigung hat sich das Ganze leider verspätet. Mit einem morgendlichen Vlog geht's hier los, wie ist man, naja, muss man halt so haben. Mit Piepsebrötchen, weil viele Körner drin sind und Wiener. Es ist ungefähr 6 Uhr morgens, keine Ahnung, vielleicht inzwischen 10 noch oder so. Lukas möchte mich umbringen. Er prepared hier gerade auch ganz toll sein Essen. Ja. Hat schon. So macht man das, ja. Also wunderschön auf Fladenbrot, dann schneidet man das auch auf und dann tut man da Zermine ein und auf der Gamescom kotzt man dann ein Sieb. Das ist voll gut. Wir haben eine neue Möglichkeit entwickelt, Wasser zum Kochen zu bringen. Mit Hilfe von hochfrequenten, hochstarken Strahlen können wir das Wasser bestrahlen und es somit zum Kochen bewegen. Voll awesome. Ich sag, dass du eine summst. Alles klar, seien's erfolgreich, oder wer? Jetzt haben wir noch Cooking mit Blue. How to make a coffee. How to coffee. Genau, man sieht hier, wir haben schon ganz viel gemacht, nämlich Chaos und ja. Wir haben gestern noch sogar einen Film geschaut mit dem örtlichen Fernseher, und zwar einfach, indem wir ein mitgebrachtes HDMI-Kabel am Laptop angesteckt haben und den illegal heruntergeladenen Film angeschaut haben. Edge of Tomorrow, sehr empfehlenswert, und ja, mein Actionfilm muss nicht immer logisch sein. Naja, alle fangen an zu frühstücken. Voll gut. Mit Gewürzgurken, da. Steig wieder rein. Lukas hat erfolgreich seinen Kaffee erstellt. Oh, ich möchte nicht trinken, weil ich mich kreisig. Also, Syrien schwere Verbrechen gegen die Menschenrechte vorgeworfen. Laut den Menschenrechtlern sind in den vergangenen 5 Jahren mehr als 17.000 Menschen gestorben. Das ist wirklich gut und das schmeckt komisch. Die syrischen Gefängnisse sind seit Jahrzehnten berüchtigt. Der Bericht von Damit endet der heutige Tag. Nein, damit beginnt der heutige Tag. Zeit haben. In dieser Zeit haben wir genügend Zeit, hier alles anzusehen und sogar die normalen Besucher an den Schaufenstern zu bewundern. Vor der Tür stehen in etwa, heute werden 70.000 Gäste erwartet an der Messe. Das ist wirklich ein ganz Lauf. Wir sind sehr froh, dass wir Pre-Entry-Tickets uns gekauft haben. Sie waren etwas teurer, ich habe keine Ahnung, was sie gekostet haben. Und wir sind dafür sofort durchgekommen, haben auch unsere Bändchen schon, 2 rote und 2 blaue leider nur, weil es nicht erlaubt ist, die Aufsichtspflicht zu übernehmen als 18-Jähriger, obwohl ich der Bruder bin, ist nicht erlaubt. Genau, und das wär's fürs Erste vor dem Eingang. In der Halle 8 angekommen, wenn wir hier einmal uns umdrehen und der Max aus dem Weg geht. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade ohne Probleme durch die Sicherheitsschranken durchgekommen und werden wir uns jetzt entweder hier vergnügen oder in der nächsten Halle, das ist noch etwas unklar. Wahrscheinlich werden wir einige Hallen weitergehen.
ich war gerade in Dishonored drin, während der Lukas da gerade Studenten die VR ausprobiert hat. Und die Kanton, es schaut richtig geil aus. Und Leute, die Cutscenes dazwischen, die natürlich gerendert sind, schauen absolut hammermäßig aus. Das Gameplay war ein bisschen durcheinander, man hat nicht alles verstanden, aber wenn man die Story natürlich nicht kennt, ist das ganz klar. Sonst Dishonored, da oben sieht man es. So, Dishonored absolut geil, ich werde es mir sofort holen und genau. Mal, wen wir hier gefunden haben. Also mich! Hallo! 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 Machen wir am besten nochmal. Ich habe gerade mein Ding ausgezogen. Ist egal, das verstärkt den. Eiskalt da drin. Es wird drin bleiben, ich kann es versprechen. Es bleibt drin. Es bleibt drin. Okay. Das ist nicht so ausschneiden. Nein, eigentlich nicht. Okay. Das war jetzt schon unsere Aufgabe. Wichtig ist ja immer, dass man bei der Kamera vorne den Daumen so drin hat. Genau, das ist genau. Am besten direkt auf der Linse drauf. Das ja, macht das ja. Ganze besser. Kommt der aus Bayern? Ja, genau. Erkläre den Weg zum Presseticket. Oh, der ist gar nicht so einfach, aber ja, ja.
Er muss faszinierend sein, voller Weiß und Blut. Nee, also bei uns war das nicht so einfach, aber sonst gilt, glaube ich, bei YouTube irgendwie die Regel, dass 500.000 Abonnenten irgendwie vorhanden sein müssen, damit man als. Ja, gut, der Abo-Bot. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Ne? Ja, denke ich. Nicht einfach Abos kaufen. Genau. Ob man dann. Das ist der einfachste Weg eigentlich. Einfach Abos kaufen. Und dann so, dass die Kommentare, diese super Kommentare von wegen Hi, immer klein geschrieben und good wit, please comment on, please subscribe my channel, I subscribe your channel, please subscribe back und sowas. Also, man muss ja sagen, früher, ich glaube so 2010 oder 2011 war das ja gang und gäbe. Wenn man auf dem Kanal von den Außenseitern geht, man konnte aktualisieren, ja, und genau, 10, genau. 20 mindestens. Sub for Sub Dinger. Die Sache mit dem Presseticket, weil ich habe da so ein paar Freunde, die da davon ein bisschen erzählt haben. Also ist es, haben YouTuber eigene Kategorien oder ist es einfach alles zusammen mit Presse geschmissen? Weil es ist das mit Presse geschmissen. Das ist Presse. Einfach Presse. Naja, so gesehen haben sie ja auch einen Wert, also eine Funktion als Publisher, also Content Publisher. Ich meine, letztendlich ist die Presse und YouTube so in dem Sinne ähnlich, dass YouTube einfach deren Content in Form von Videos rausbringt, was eigentlich auch News ist. Ja, wobei ich das ein bisschen anders sehe. Also gerade die Großen kommen ja nicht unbedingt, um hier von der Gamescom zu berichten oder sowas, sondern gehen einfach nur dahin, um ihre Zuschauer zu treffen oder sowas. Aber weißt du, dann verstehe ich nicht so ganz, warum man ein Presseticket hat. Aber es gibt natürlich auch super viele YouTuber. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gerade gut. Ich bin noch
Stimme, ich habe nur eine Erkältung. Das liegt nur daran, dass dieses Mikro so schlecht ist und es hat die falsche Sample Rate. Please subscribe now to this channel. Er ist auch Lime, wie man. Der ist wirklich cool. Direkt durch. Ja, aber er hat Comic Sans auf dem T-Shirt. Ich bin berührt! Abonnieren! Jetzt abonnieren! Hallo? Ich möchte mal was sagen. Hallo. Bin ich jetzt im Fernsehen? Vielleicht. Okay. Ja. Welchen Kanal ist das? ARD. Okay. Ich werde hier nach normalem ARD-Material hier bezahlt, ne? Normales ARD-Honorar, ne? Vielleicht. Kannst du dir das leisten? Nee. Nicht? Nein, da muss ich die Kamera jetzt konfiszieren. Und wäre schnell teuer geworden. Weißt du, was aber die Leute. Gibt's im eiskalten Intent. Echt jetzt? Tschüss, Sikowski. Was? Tschüss. Servus. Schönes Objektiv fast. Das ist die Sonnenblende. Tschüss. Er gehört nicht zu uns. Und wir sollten jetzt ins Blizzard. Ding. Ich mag Blizzard. Soll mein Geld nicht Blizzard. Eine Jungfrau. Ja? Du magst Blizzard. Okay, dann mag ich sie nicht mehr. Jetzt bin ich EA-Fan. Du magst jetzt FIFA. Giants. Jetzt gibt's so FIFA 15. Also, ich muss bei Giants sagen, deren Liebe zum Detail, dass zum Beispiel halt Menschen einfach aus einer Projektion bestehen. Okay, danke, das Video ist fertig. Oh, Fim! Oh, Fim! Jetzt, okay. Oh, alles klar. Jawohl. Und ich dachte mal so, das war's für heute von der Gamescom und wir werden dann später nochmal einschalten, tschüss, wenn wir Genossen. Zu Hause sind. Und der Fabri muss heim gehen. Okay. Servus. Jetzt schauen wir das mal aus. Die